Eine jede Spurensuche muss irgendwo einen Anfang finden und besondere Betrachtungspunkte wahrnehmen. So ist beispielsweise die Geschichte der schlesischen Familie Bernard eng mit der Geschichte des Ortes Kotzenau verbunden. Um also eben diese Familiengeschichte besser verstehen zu können, muss auch die Geschichte eines Ortes näher betrachtet werden. Aber was ist Ortsgeschichte? Die Geschichte eines Ortes macht nämlich viel mehr aus als die reinen historischen Fakten. Sie wird nämlich zudem durch die Einwohner beeinflusst und geprägt. Heute wagen wir also einen kurzen Einblick in die Vergangenheit des Ortes Kotzenau und einen kurzen Einblick in die Geschichte der schlesischen Familie Bernard. Im Jahr 1297 ließ Bolko I., Herzog von Schweidnitz, zum Schutze der bereits bestehenden Siedlung die Burg Chotzenow errichten. Etwa 30 Jahre später ist dann auch von einem Ort Kotzenau die Rede. Die erste örtliche Kapelle lässt sich erst fast 200 Jahre später urkundlich belegen. Bis 1444 war die Burg im Besitz der Herzöge von Liegnitz. In der Folgezeit wechselten die Besitzer jedoch mehrfach. Zuletzt war sie im Besitz der Burggrafen von Dohna. Wurde die mittelalterliche Burganlage durch einen Schlossbau ersetzt. Während des Dreißigjährigen Krieges kam es jedoch zu Plünderungen und Brandschatzungen, weshalb der Ort fast 15 Jahre unbewohnt blieb. Nach der Beendigung der langen Kriegsjahre siedelten jedoch wieder Menschen an. 1713 erhielt Kotzenau dann die Wochen- und Jahrmarktsgerechtigkeit. 15 Jahre darauf wurde das alte Schloss durch den Baumeister Martin Franz aus Liegnitz zu einem prächtigen Barockschloss ausgebaut, welches heute, wenn auch aus Geldmangel verfallen, noch zu bestaunen ist. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1740 bis 1742 kam der Ort dann offiziell unter preußische Herrschaft. Ab 1894 erhielt Kotzenau dann das Stadtrecht, weshalb diesem Anlass zu Ehren im gleichen Jahr mit dem Bau des Rathauses begonnen wurde. Zu diesem Zeitpunkt bestand der Ort aus drei zuvor eigenständigen Gemeinwesen, der Kernstadt Kotzenau, der Gemeinde Klein-Kotzenau und dem Gutsbezirk Kotzenau und besaß insgesamt 3600 Einwohner. Im Jahr 1905 hatte sich die Einwohnerzahl bereits erhöht. Es lebten mittlerweile 4118 Menschen in Kotzenau. Am Ende bleibt nun zu fragen, was genau haben die Menschen damals eigentlich erlebt? Wie haben sie sich ganz persönlich gefühlt und wie haben sie diese historischen Ereignisse wahrgenommen? Wagen wir das nächste Mal einen Schritt in die Vergangenheit und lassen zwei Zeitzeugen zu Wort kommen. Gemeinsam versuchen wir so ein Bild zu zeichnen und die Ortsgeschichte besser zu verstehen.